Zwei besondere Neubauprojekte treibt die GWG München derzeit im Stadtgebiet voran. In der Schneefernerstraße in Sendling-Westpark zeigt die Städtische Wohnungsgesellschaft, dass ein kleineres Projekt mit nur 15 Wohneinheiten in besonders kurzer Bauzeit realisiert werden kann, nämlich in nur einem Jahr. Und zum anderen ein Großprojekt in Lochhausen in der Henschelstraße, das ebenfalls wie alle anderen aktuellen Projekte äußerst flott hochgezogen wird. Hier baut die GWG München 245 preisgünstige Mietwohnungen. Mehr als die Hälfte des gesamten Neubaugebiets. 245 Wohnungen für Menschen aller Bevölkerungsschichten, dazu diverse Angebote für Kinderbetreuungen. In der Henschelstraße in Lochhausen entsteht aktuell eines der größten Projekte der GWG München. Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten schnell voran. Das liegt vor allem daran, dass die Verantwortung der kompletten Baudurchführung bei nur einem Unternehmen liegt. Wir wollten sehr schnell dort in Lochhausen Wohnraum schaffen und in diesem Baugebiet den Beitrag der GWG leisten und haben uns dort für ein Totalübernehmerverfahren, das heißt, wir haben Planung und Ausführung in eine Hand gegeben, entschieden und haben das modellhaft im Verfahren aufgesetzt, bewerten lassen durch eine externe Jury und haben auch dort jetzt einen sehr guten Erfolg, was Kostensicherheit und Bauzeit betrifft. Die ersten 90 Wohnungen sind schon im Dezember dieses Jahres einzugsfertig. Gleiches gilt auch für das Bauprojekt in der Schneeferner Straße. Hier hat sich die GWG München bewusst für eine Durchführung mittels eines Generalübernehmers entschieden. Die Besonderheit dort ist tatsächlich die Situierung des Grundstücks. Dann haben wir Wert darauf gelegt, monolithische Bauweise in einem Fünfgeschosser ist eine gewisse Herausforderung. Dann die Belange des Schallschutzes. Wir sind ganz nah an der A96 und haben da auch Schallschutzauflagen. Der Generalübernehmer sorgt dafür, dass die Herausforderungen in rekordverdächtigem Tempo bewältigt werden können. Die Wohnungen in der Schneeferner Straße sind nach einkommensorientierter Förderung für besondere Wohnformen gebaut. Für die Mieterinnen und Mieter bietet die GWG München eine besondere Betreuung. Das beinhaltet eine sozial-ökologische Hausverwaltung und 1,5 Jahre sozial unterstützte Betreuung durch das Sozialreferat und soziale Dienste. Es geht ja auch einfach darum, dass man nicht nur sagt, den Leuten wird eine Wohnung zur Verfügung gestellt, sondern dass sie auch Unterstützung haben und einen Anlaufpunkt. Das eine ist was Räumliches. Es gibt nämlich einen Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohnerinnen und Bewohnern benutzt werden kann, wenn die Wohnung mal ein bisschen eng ist, wenn man mal was feiern will, damit man eine Möglichkeit hat und auch zum gegenseitigen Austausch. Und dann sind Kolleginnen und Kollegen vom Sozialreferat oder von Kooperationspartnern von sozialen Diensten vor Ort und sozusagen ein Ansprechpartner quasi in allen Lebenslagen. Und das Dritte, und das ist eigentlich was, was mich ganz besonders freut, ist, dass wir sagen, naja, da wo man ein bisschen was tun kann, da wollen wir auch die Bewohnerinnen und Bewohner einbeziehen. Zum Beispiel, wie wollen wir eigentlich, dass die Außenanlagen bepflanzt werden oder gepflegt werden, da die Ideen aufnehmen und noch schöner ist, wenn jemand mitarbeiten mag. Innerhalb von nur einem Jahr soll das Projekt Schneeferner Straße fertiggestellt sein. Der zweite Bauabschnitt in der Henschelstraße soll im März 2023 bezogen werden.